Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Null zum Großgrundbesitzer. Ja, wir sind immer noch dabei, anzufangen quasi, Geld zu verdienen. Meine Fahrzeuge sind immer noch dabei zu grubbern und zu pflügen. Mittlerweile gab es eine neue CP-Version, mal gucken, wie die funktioniert. Leider sind die Fahrzeuge jetzt irgendwie, ja, ich weiß nicht, der Traktor ist, glaube ich, für den Flug ein bisschen untermotorisiert. Naja, schauen wir mal weiter. Also das läuft hier, der, ja, lass mal den mal. Wow, der ist laut. Der ist etwas sehr laut. Ich glaube, ich drehe die Fahrzeuggeräusche mal etwas runter. Der ist schneller unterwegs, warum auch immer. Gleicher Traktor, gleicher Flug, keine Ahnung. So, er macht ein Päuschen. Okay, ist auch nur ein Vorgewende dabei. Ah nee, das ist der mit dem engen Feldmodus. Wo hängt der denn drauf? Naja, heben wir ihn mal raus. Das kennen wir ja schon, dass da das ein oder andere Problemchen auftreten könnte. Nimm doch den Flug da hinten raus jetzt. Boah. Deswegen hasse ich diese langen Schrägflüge. Leider fahren die sich immer wie Grütze. Mal gucken, wo er weitermachen muss. Der hätte jetzt hier die Kante eh nochmal nur abgefahren. Schauen wir mal. Er ist auf der Bahn hier wieder dran, ne? Ich glaube ja. Dann lassen wir jetzt auch einfach so lostigern. Irgendwie ist der Versatz auch total mies, aber so funktioniert es wenigstens. Oh, er hier ist fleißig dabei, den Schnee unterzupflügen. Das funktioniert auch einwandfrei, unterzugrubbern. Der macht keine Probleme, der Gute. So. Ja, ich habe ein Kartenupdate gemacht, weil es da auch eine neue Version gab. Und da wir ja mit Autodrive spielen, ist mir Folgendes passiert. Autodrive, der Ordner war leer. Die ganzen Autodrive-Kurse waren weg. Aber zum Glück wusste ich auch noch nicht, ist mir jetzt erst aufgefallen beim Durchsuchen. LS macht also Backups. Also konnte ich zum Glück die ganzen Kurse aus dem Backup laden. Also macht ihr, wenn ihr mit Autodrive ein Update von der Map macht, mit einer anderen Version, speichert euch vorher aus dem Savegame-Ordner die Autodrive-Datei. Heißt irgendwie bla bla bla, Config, Autodrive. Sonst ist die ganze Arbeit umsonst gewesen. Ich hatte jetzt Glück. Ja, mal schauen. Also es funktioniert halt wieder. So, was hat er denn hier? Blocking. Da ist wieder einer. Ah! Ja, eine Birke wegflügen kannst du nicht. Gefällt ihm die Birke nicht. Alter, die haben aber auch riesen Wendekreise eigentlich jetzt drin, ey. Kann ich mal gucken. Kommt jetzt an der Kackbirke vorbei? Helfen wir ihm mal. Wo auch immer er hin will. Du sollst auf der Bahn fahren hier. So, Autodrive machen wir mal aus. Das nervt mich mit der mittleren Maustaste gerade. Gucken. Dreht er erstmal seinen Flug wieder? Oh, Leute. Ey. Okay, da müssen wir uns unbedingt was einfallen lassen.
Das mit den Gräben funktioniert so gar nicht, mit den Geräten, mit den großen. Hier muss er wieder runterfahren. So, Abfahrer einstellen. Was können wir denn einstellen beim Wenden? Das ist der Geräteversatz. Wendekreis. Nee, hat's bestimmt nicht 20 Meter. Machen wir mal 10, mal gucken, wie damit klarkommt. So, er ist dabei, hier hochzufahren. Dem geben wir mal auch mal nur 10 Meter. Ja, mit den Gräben und den Deichen hier auf der Marsch ist das schon eine kleine Herausforderung für CP. Oha. Gucken. Irgendwie kriegen wir jetzt wieder immer noch Geld für die Dings. Da muss ich mal gucken, irgendwas backt da rum. So, mal schauen. Gucken, ob das alles so funktioniert, wie es soll. Momentan steht links in dem Display auch keiner geblockt. Wir gucken uns jetzt mal an, was er hier fabriziert. Hatte ja eigentlich vor, noch ein paar mehr einzustellen, aber wenn die alle so rumbacken oder rumeiern. Ja, das ist halt das, was ich an diesem Flug so hasse, ne? Das Ding ist halt Müll. Also das ist ein Originalflug und das Teil funktioniert einfach nicht. Ist einfach Schrott. Ja, es klappt sich wieder zur falschen Seite rein. Das Teil ist einfach nur Müll. Und da ist wieder einer geblockt. Aber ich gucke mir jetzt erstmal den hier an. Ja, wenn wir dann eigene Geräte uns mal leisten können, dann holen wir uns auch nicht so einen Rotz. Das sage ich jetzt schon, also. Diese Schrägflüge, die sind einfach nur Müll. Mal schauen, was er jetzt fabriziert. Ich wette, hinten in der Wende klatscht er wieder in den Graben rein. Aber vielleicht klappt sie auch mit dem geringeren Wendekreis. Na, was macht er? Wo hängt er sich denn immer auf? Ach, das ist der Kackflug ist es, Leute, der Kackflug. Sonst würde das nämlich einwandfrei funktionieren. Er fährt nach vorne, gerade so, dass er nicht in den Graben fällt. Ich sage ja, der Flug ist nur Müll. Er hoffen wir mal, dass wir uns möglichst schnell was leisten können. Und ich muss gucken, warum. Was macht er denn jetzt? Warum immer wieder das Geld bringt quasi, wenn ich Leute einstelle. Das muss ich auch noch fixen. Ja, komm.
Ja, dieser rote Schrägflug hier ist ganz bescheuert. Den hatten wir auf dem Server auch schon in Benutzung, bei uns auf dem Multiplayer-Server. Genau der gleiche Scheiß. Der CP kann damit wenigstens arbeiten, aber anscheinend auch nicht. So, welche Bahn brauchen wir? Wir brauchen, ich glaube, diese hier. Ja, fertig wird das Feld auch werden. So. Yeah. Meine Fresse, ist das ein Scheiß. Rotzding. Das ist total verdreht, das Teil. Total. Ja, es gibt es genau wieder die gleiche Rotze. Ja, das ist Datenmüll, das Ding. Gut. Er hier ist immer noch brav dabei. Gucken wir uns mal seine Wände an und dann gucken wir mal, wo der Hansel ist, der sich wieder blockt. Birke oder Graben, ja, kann es nicht sein. Na, komm. Ja, zwei Vorgewände und dann funktioniert das auch. Das muss ich mir merken, auf jeden Fall. Zwei Runden Vorgewände bei dem Gra bei der Graben-Situation hier. Und zack, weiter geht's. So, er. Das ist auch ein grober, wird auch funktionieren. Genau das gleiche, zwei Runden Vorgewände. Schöner enger Drehkreis. So gefällt uns das doch. Ja, er macht wieder eine Runde waschen. Mal gucken, ob ich bei dem den Dreh. Oh. Realismus schön und gut mit den Schrägflügen, ne? Aber das funktioniert einfach nicht. Kannst du mir sagen, was du willst. Vielleicht stelle ich mich da auch besonders doof an oder CP, aber irgendwie ist das Rotzi. Ja, der hat auch noch 20 Meter drin. Machen wir mal 10. So, komm. Aber der verknotet sich wenigstens nicht so. Oder? Doch, der. Ach, das ist auch der Verknoter. Aber der zieht sich wenigstens vernünftig wieder in die richtige Richtung. So, dann haben wir noch ein Blocking. Oder? Ah ja, war klar, er wieder. Ja, da werden wir noch ein paar Minuten Spaß mit dem haben. Das dauert nämlich noch ein paar Minuten hier. Hätte ich den Wendekreis auch verringert? Ja. Noch geringer geht, glaube ich, nicht. So. Und los geht's. Gucken wir uns noch mal an hinten, was er wieder für einen Spaß macht. Der Flug ist komplett hin, ne? Der ist jetzt, der hat sich, der ist, ja, der hat komplett keine Lust mehr. Warten wir doch mal, vielleicht kriege ich den wieder hin, wenn ich den zusammenklappe und wieder auseinander. Ne, das Teil ist komplett für die Grütze.
Vielleicht kann mir ja mal einer sagen, wie man das Teil richtig benutzt. Gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin dafür nicht in der Lage anscheinend. Jetzt geht er. Ja, wenn jetzt ein paar Lücken bleiben. Im Notfall bessern wir die nachher noch aus. Ja. Die geraden Bahnen, die macht er ja. Aber wenn ich so auf die Uhr gucke, muss ich leider mich schon wieder verabschieden. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit einschaltet. Vielleicht möchtet ihr uns ja auch mal auf Twitch besuchen. Link ist in der Videobeschreibung. Da kommt auch sehr viel LS-Content. Ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.